Hallo liebe Freunde von MeinKick TV, hier ist der Zampe, der Experte, und meine Einschätzung oder Analyse zurzeit zu der Oberliga Hessen, ja, muss ich sagen, zwei Überraschungen. Überraschung 1 für mich, dass vorne mit dabei ist die Rot-Weiß Frankfurt. Daniel Schiemann, ehemals Eintracht-Kollege, muss ich sagen, macht einen hervorragenden Job. Volle Punktzahl, 6 Spiele, 18 Punkte. Wobei ich auch sagen muss, auch eine Mannschaft der Stunde ist für mich Sportfreunde Seligenstadt, die nach 2 Niederlagen zum Start jetzt 4 Siege in Folge haben und da auch auf Tuchfühlung sind. Wobei Stadt Allendorf noch dazwischen ist, die natürlich auch einen hervorragenden Job machen. Und zwei für mich negative Überraschungen sind einmal der SC Hessen Dreieich, dass die mit ihrer Truppe nicht so weit vorne sind, zurzeit auf einem Abstiegsplatz stehen, und dass der KSV Bannertal als Absteiger ja nicht da vorne mit dabei mischt oder mitmischt. Ja, hatte ich eigentlich auch weiter oben erwartet, aber die Saison ist noch jung, 6 Spieltage erst, von daher denke ich, wird sich eh noch einiges verschieben, aber das ist schon mal eine Bestandsaufnahme, und da muss man sagen, Hut ab, wie gesagt, vor Rot-Weiß Frankfurt und auch der sportfreundige Seligenstadt.